So, wo ist denn das Codebuch dazu? Da schon mal nicht. Nom, 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 nom. Ah. Wir erhielten einen Tipp, dass im Fellow Traveler geschmuggelte Waffen versteckt werden. Wir haben nichts gefunden, aber komisch. Zu den Bodendielen stießen wir auf ein paar alte Uniformen aus dem Krieg. Wir rätselten, wie die dorthin kamen, aber... Wer ist da? Sind Sie Schwed, ja? Sir! Die Waffen weg! Hast du das gehört, Comstock? Das war das Geräusch, das du nie gehört hast. So klingt es, wenn ein Soldat stirbt. Komm zur Hall of Heroes. Beweise, dass ich lüge. Scheinbar wartet uns oder erwartet uns da der große Showdown. Oder einer. Mal wieder. Ja, Radio brauchen wir gerade mal nicht. Muni für Schrotflinte haben wir voll. Ich dachte, den hätten wir schon durchsucht. Die Frage ist, wo ist denn das Codebuch jetzt dazu? Ah, Lockpick. Geld. Ich schätze ja mal, das ist hier drin. Ist ja, glaube ich, auch noch das erste, soweit ich weiß. Ich denke, da werden die es nicht ganz so weit ab vom Schuss versteckt haben. Vielleicht doch hier drin, aber hier habe ich ja eigentlich schon alles abgesucht. Und sonst ist hier auch nichts mehr. Was ist das eigentlich? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Ein Hut. Na gut, dann schauen wir uns doch nochmal woanders um. Hier werden wir wohl nicht mehr fündig werden. Der Gondelverkehr zur Hall of Heroes wurde eingestellt. Anscheinend wegen der Sache mit diesem Mann, diesem Slate. Naja, ich schätze, wir können diese Skylines nehmen. Wir müssen nur diese Ladung da wegkriegen. Ja, schon. Ich will aber erstmal hier noch dieses komische Buch finden. Aha, Knarre brauchen wir auch nicht. Hallo, jemand da? Scheinbar nicht. Obwohl, ich glaube, beim ersten Mal war das ja auch relativ weit weg hier mit diesem, wo wir diesen Tresor öffnen mussten. Oder eine Truhe mit dem Schlüssel. Lockpick. Das ist Unsinn. Wieso? Ich habe doch gerade ein Dings gefunden. Ein Voxphon. Gott, er schafft alle möglichen Arten Soldaten. Aber er schuf nur einen Cornelius Slate. Mein Vater folgte ihm den San Juan Hill hinauf. Durch die Gesandtschaften in Peking und, wie er sich ausdrückte, sogar durch die Hölle, wenn der Befehl dazu erging. Heute beim Appell fragte Slade mich, ob ich Sergeant Monroes Tochter sei. Ich sagte, ja, Sir, die bin ich. Und Slade sagte, dein Vater wollte immer einen Sohn. Ich hoffe, der Dummkopf weiß, wie viel Glück er hatte. Natürlich. Wie wäre der mit sowas nicht zufrieden? Danke. Ich habe Geld gefunden. Bedarf? Juhu, wo bist du? Hier, yep. Mr. DeWitt. Ah. Vielen Dank. Die Teleportfähigkeiten. Hüpf. Ich
gehen wir noch mal dahin. Das hat, hat sich nicht so wirklich gelohnt. Tja, wo finden wir jetzt das Buch? Also ich gehe mal davon aus, dass es hier unten irgendwo auf dieser Ebene ist und dass wir dann nicht jetzt erstmal über die Dings fahren müssen. Ah. Noch was zum Anschauen. Sehr schön, sehr populistisch. Hm? Besuchen Sie die Hall of Heroes und lernen Sie das brandneue Schockjockey. Huchen. Da, mein Turm. Ist nur fair, wenn die mir einen Anteil am Profit überlassen, oder? Stimmt. So, Geld. Nehme ich mal noch fix mit. Zuckerwasser gerade nicht. Wartet gerade nicht. Ah, da könnten wir rein. Dann gehen wir doch mal rein. Lust, ein Schloss aufzuknacken? Eine Sekunde. Bitteschön. Dankeschön. Geld. Geld. Ich hab Geld Lockpick. Gefunden. Yep. Gib. Also. Hallöchen. App, was für eine App meinst du? Ach so, die, Hitbox-App. Da, Spezialkleidung. Was habe ich denn jetzt? Na, ich glaube, da nehme ich das. Da war doch genau. Ein Schreibtisch, der zu durchsuchen war. Kiste. Ich würde gern so ein Ticket mitnehmen. So, immerhin, aber leider noch kein Buch gefunden. Zum Entziffern. Okay, waren wir da oben schon? Ja, genau, hier waren wir schon. Aber ich habe hier noch einen Lockpick übersehen. Ne, Geld ist es. Komm. Gib mir Geld, gib mir Geld. Okay. Das dürfte es jetzt aber gewesen sein. Ja, wie gesagt, Buch leider nicht zu finden. Oder ich könnte da hinten nochmal nachgucken, aber... Au. Nee, Voxphone aufnehmen ist leider auch nicht. Na gut. Dann machen wir uns mal weiter auf den Weg. Autsch. Nicht dagegen laufen. Okay, wie gesagt, ich habe die Apps, glaube ich, selber bisher noch nie ausprobiert. Absolut fantastisch. Die App von Hitbox von Twitch, das lief eigentlich ziemlich gut. Das Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspähen. Könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Da muss ich rumsuchen, aber ich tue mein Bestes. Die Strecke ist frei. Hui. Hallo. Dann mal los.
Okay, ich denke, da oben geht's dann mal ab. Kann ich da vielleicht auch runterspringen? Nee, leider nicht. Dann gehen wir erstmal hier weiter. Angekommen? Oh. Ich glaube, da ist uns schon jemand zuvor gekommen. Okay, salze gerade mal nicht. Panzerfaust, gegen was tausche ich die denn mal aus? Ja, wie gesagt, Streams sind bei mir halt Dienstag und Dienstag und Mittwoch jeweils um 8 Uhr und vielleicht am Wochenende. Musst halt den PC dann mal anmachen. Aber danke, dass du reingeschaut hast. So, ich glaube, ich will den Karabiner mal behalten. Du hast nix. Veteranen! Ihr habt euer Herzblut für Columbia vergossen, habt Gliedmaßen und Organe im gottlosen Orient verloren. Comstock hat nichts getan. Und doch, seht nach oben. Wessen Haupt schwebt selbst jetzt über euch? Eine Beleidigung, wie man es auch betrachtet. Wenn der Prophet unsere Vergangenheit in eine grell geschminkte Hure verwandelt, welche neuen Vergewaltigungen bringt uns dann die Zukunft? Ich sage, stehen wir auf und füllen diese Halle mit wahren Helden. Das klingt doch schon mal gut. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. So mal hingesetzt. Naja, bist ja auch heute schon viel gelaufen. Von daher ist das verständlich. Booker, hier ein Gewehr. Ich habe Munition. Scharfschützengewehr. Wo haben wir denn Gegner? Ja, ich würde ganz gerne mal sehen, wo hier Gegner sind. Geht da mal bitte weg. Na, meine lieben Gegner, wo seid ihr denn? Irgendjemand ballert gerade. Ah, da oben. So, auf Wiedersehen. Tja, jetzt wissen wir, wo ihr alter Freund Slate ist. Besorgen wir uns dieses Shock-Jockey und dann nichts wie weg. Nachladen. Ist da noch irgendwo ein Scharfschütze? Ah, da rennt doch gerade einer, oder? Yep. Ich hab Munition! Dann gib. Danke. Ich nicht. Tschüss. Tschüss. Ach ja, die Vorteile des Scharfschützengewehrs. Schon ein ziemlich nettes Ding. Okay.
Ja, ich glaube, demnächst brauche ich wieder Muni, meine Liebe. Nö. Ananas. Ganz ruhig. Das kriegen wir schon hin, meine Liebe. Na, du scheinbar nicht. Ist der denn? Wir werden unvergessen bleiben. Töte mich doch, wenn du kannst. Hab nichts gefunden. Ja, ich weiß. Ich habe ja gerade versucht, meine Kräfte einzusetzen. Ich habe nur nicht getroffen. Schokolade. Und noch Muni. Okay, das möchte ich mir dann auch, glaube ich, erst später mal anschauen. Erstmal schaue ich mir das hier an. Der gute Schock-Jockey. Haben wir auch bald die Hälfte der Kinetoskope gefunden. Wie mir scheint. Kaufen wir uns doch mal was. Ja. Danke, danke, danke. Aufheben. Gerne. Perfekt getimt. So, nachdem wir jetzt hier alles aufgeräumt haben, wie mir scheint, hier ist nichts versteckt. Nein. Gehen wir, glaube ich, doch mal in die Hall of Heroes, obwohl, ne, hier unten waren wir noch nicht. Zumindest plündern können wir dann ja noch fix. Ein wenig Öl. Ja, ich glaube, das können wir dann nachher mal verwenden, wenn wir halt den Schock-Jockey mal haben. So. Ab hinein. Ja, ich möchte gern diesen Bereich verlassen. Zu rar ist jeder Schlag von Mann, der kämpft für Gott und Vaterland. Doch hier verehren wir ihn, der hat gekämpft für unsere liebe Stadt. Der kämpft für Gott und Vaterland. Doch hier verehren wir ihn, der hat gekämpft für unsere liebe Stadt. So, das Ganze nochmal. Ist doch auch schön. Gleiche, danke. Geld, 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 Geld. Mehr Leiche. Salz haben wir gerade voll.
Können wir uns denn hier? Ja, wir können die Krähenfalle kaufen. Danke. Den geht's auch nicht mehr so gut, wie mir scheint. Oh. Schadensboost, wir haben glaube ich nicht genug Geld, oder? Stream ist tot, aha. Kannst du mal einfach neu. Achso, du hörst ja wahrscheinlich nichts. Moment. Ich schau mal gerade nach. Sollte aber eigentlich gehen, dass man halt dann einfach über F5 das Ganze dann nochmal lädt. Ja, doch, das sieht gut aus. Das soll dann auf jeden Fall wieder funktionieren. So, Pistole benutze ich ja so gut wie nicht. Aber den Rest kann ich mir echt nicht leisten. Dann warten wir damit nochmal. Juhu, noch ein Voxphon. Besuchen Sie die Hall of Heroes! Wenn unser Werk vollendet ist, wird man uns Mörder nennen. Cornelius Slate. Der Mann fürs Grobe, der Vox Populi. Und Comstocks Lüge wird durch eine neue ersetzt werden. Sei's drum. Diese Fitzroy und ich sind Verbündete aus Notwendigkeit. Ich bezweifle, dass man alle Männer, die Caesars Toga rot färbten, in Friedenszeiten noch das Brot miteinander brechen sah. Ist Comstock weg, sind die vergangenen Taten meiner Männer sanktioniert. Und sie werden ihren Teil der Beute fordern. Das muss ich nicht mehr erleben. Unser Prophet Vater Comstock, Kommandant der 7. Kavallerie. Der Mann hat die 7. Kavallerie nicht angeführt. Ich erinnere mich nicht mal an den Kerl. Corporal DeWitt hat sich an diesem Tage tapfer geschlagen. Ich glaube, ich spinne. Slate? Bist du das? Du warst schon immer anders. Nicht wahr, Booker? Du begehrst keinen Ruhm. Hör zu, ich sehe, du steckst hier in irgendeinem Schlamassel. Wenn du uns an dieses Schock-Jockey-Zeug ranlässt, dann sind wir gleich wie... Der Blechsoldat Comstock will unseren Tod. Wir sterben nicht von seiner Hand. Es gibt Ärger. Meine Ach ja? Bleibt nur die Wahl. Tötet ein Blechsoldat sie. Oder ein echter Soldat. Ach, die kommt von da hinten. Okay. Hey, hast du bei meinen Kollegen schon erledigt? Siehst du? Siehst du, du bist ein Killerbooker! Gib uns das Schock-Jockey! Wenn du die Kraft willst, Booker, dann schenk meinen Männern den Ehrentod. Sie erwarten dich bei Wounded Knee und Peking. Toll, von hier ist nach Peking, das dauert ja ewig weit. Oder ewig lange. Fass durchsuchen. Salz. Oh, ja gut, Gesundheits haben wir aber jetzt wieder voll. Das ist doch schon mal ganz schön. Danke. Ah, sehr gut. Das kommt doch wie gerufen. Perfekt.
Wieder eine ganze Menge Lockpicks, sehr schön. Ja, wie gesagt, mit dem Stream, ich habe auch gesehen, ich habe jetzt gerade hier unten so 70 verworfene Frames gehabt. Einfach F5 drücken und dann sollte er eigentlich relativ schnell wieder da sein. Kann ja manchmal sein, dass da kurz die Verbindung ein bisschen hakelt oder so. Na gut. Gehen wir mal weiter. Ich versuche sie mit Verbandszeug und Munition zu versorgen, aber es ist nicht immer das Richtige da. Na dann musst halt besser suchen, Mädel. Siege Slates Männer. Die Boxerrebellion. So ein großer Geldbeutel. Battle of Wounded Knee. Ich glaube, dann gehe ich erstmal zur Boxer-Rebellion. Ich glaube, wir müssen eh beide machen. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja, das ist Peking. Was ist das? Der Boxeraufstand. Was ist da passiert? In Peking? Ich war es, der die Stadt in Brand steckte. Comstock erzählt natürlich etwas anderes. Schockmoment. Okay, da ist nichts versteckt. Aber echt schön gemacht hier. Gibt's auch noch eine Geschichte zu? Ah. Nö, aber zumindest gibt's hier noch einen Lagerraum. Danke. Okay. Ausrüstungs-Guideline. Nö, ist jetzt... Finde ich jetzt nicht so toll. Geld. Karabiner nicht. Da unten haben wir aber auch nichts mehr. Was irgendwie interessant wäre. Was machst du da? Looten. Und tschüss. Toll. Nicht mal was dabei gehabt, der Mann. Da können wir nicht hin. Ein Drache. Ja, mehr oder weniger Überraschung. Und mit Lügen hat der gelbe Mann geübt Verrat. Doch büßte er's und es musste der Osten den Zorn unseres Propheten kosten. Wie schön die alle am Reimen sind. Oh, das kenne ich aus Büchern. Comstock führte die Truppen Columbias nach Peking und... Comstock war nicht da! Die Boxer haben mir mein Auge und 30 Freunde geraubt! Gibt es dafür einen Gedenkstein? Gebt euer Bestes! Fireman, Vorsicht! Ach, ups. Den hatte ich ja schon. So, mein Fireman. Au. Ist ja schon wieder gewechselt. Au. Da sind mehrere unten. Lässt du mir hier unten meine Elisabeth in Ruhe? Kann ich ja nicht gutheißen, sowas. Danke. Sehen Sie, Miss. Sehen Sie den Mann, der Comstock gerne wäre. Ein echter Soldat. Ich will das nicht, Slate. Gib mir einfach, was ich brauche. Bald, nachdem du dasselbe für mich getan hast, suche mich unter den Ghost Dancer. Wer sind die Ghost Dancer? Wounded Knee. Wir sollen zu dem anderen Exponat gehen.
Comstocks Blechsoldaten. Sie wollen uns zum Schweigen bringen. Aber wir sind die wahren Patrioten. Die Geschichte, die nicht in ihre Bücher passt. Ja, das mit dem Sniper habe ich gerade gemerkt, dass das nicht allzu viel bringt. Schade eigentlich. Aber wie gesagt, so eine Allzweckwaffe gibt es ja auch nicht wirklich.